Der Coronavirus und die Effekte auf die Aktienmärkte. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein hier von The Mission Millionaire. Und ja, ich wollte eigentlich kein Video mehr machen, aber mir ist dieses Video hier über den Weg gelaufen von einem Videokanal Valuetainment. Den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich verlinke ihn hier auch hier unten. Gleichermaßen verlinke ich natürlich auch die Quelle dieses Videos hier unten direkten auch, also zwei Links hier unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist auf Englisch, das ist also ein amerikanischer, also ein iranischer Flüchtling, der ursprünglich mal in ein Flüchtlingslager gesteckt worden ist, also ein kleines Kind war in Deutschland und dann mit seinen Eltern mit nichts, ja, in die USA ausgewandert ist, sozusagen richtig tatsächlich vom Tellerwäscher zum ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen er mittlerweile schon hat. Auf jeden Fall ist er schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und der hat ein Video gemacht. Das geht gerade so, ich glaube, 16 Minuten lang. Also es ist wirklich sehr kurzweilig zum Thema Coronavirus. Und hier habe ich einfach nur mal einen Chart herausgepickt. Also hier 1 zu 1, ja. Das Ganze, wie gesagt, ist in Englisch, aber ihr müsst nicht mal der englischen Sprache mächtig sein im Sinne von sprechen können. Ihr müsst einfach nur ja, verstehen können. Und was gibt es Geileres als wie YouTube-Videos? Ihr könnt so oft vor- und zurückspulen, wie ihr wollt und euch das Ganze dann selber übersetzen. Ich möchte jetzt einfach nur ganz kurz mal hier diesen einen Chart herausgreifen vom kompletten Video. Das ist auf Minute 46 geht es hier los. Und hier hat er sämtliche Pandemien der letzten 100 Jahre, soweit ich hier sehen kann, ja, recherchiert und auf einen Chart zusammengeschrieben. Und die Auswirkungen der zwei größten Indizes in den USA, dem MSCI World und dem S&P 500, in einem 6 Monaten und an einem 12 Monaten Zeitraum nach Ausbruch dieser Pandemie jedes Mal. Und hier seht ihr auf einen Schlag, was hier alles die Folgeerscheinungen in diesen Märkten waren. Wir alle kennen SARS, ja, die ganzen, also nicht alle von diesen, also Ebola, SARS, ja, das sind die, die noch nicht so alt sind, die kennen wahrscheinlich auch von die Jüngeren von euch, ja. Ja, wurde auch jetzt häufig in der Presse immer wieder auch als Vergleich herangezogen. Und hier sehen wir S&P 500 nach Ausbruch des SARS-Viruses. Ja, 12 Monate danach war der S&P wieder 20% höher. Ja, nach 6 Monaten 11%. Also es ist überwiegend grün hier, ja. Schau das Video einfach an. Es ist eigentlich selbstsprechend. Ich mache es mal kurz an, damit du siehst. Ja, also hier wird halt auch grafisch das Ganze sehr, sehr gut dargestellt. Und hier noch sehr bemerkenswert, was er hier am Schluss sagt. Also wenn du zum Beispiel nicht völlig Zeit hast, dieses Ganze hier anzuschauen. Was noch sehr, sehr wichtig ist, ist hier auf Minute 10, da sagt er noch was grundsätzlich zum Thema Fear, also wie das Spiel mit der Angst gespielt wird in unserer Gesellschaft und in unserem System. Ja, also wenn du Probleme hast mit englischer Sprache, schaust du einfach so oft an, wie es geht oder machst du eine Transkription draus. Ich glaube, man kann es auch irgendwie übersetzen lassen oder sowas in YouTube. Das habe ich noch selber noch nie verwendet. Was er hier eben noch sagt, ist, dass er da auch die ganze Historie, also wirklich der Typ, er hat einen super Kanal. Ich würde euch wirklich jedem Einzelnen empfehlen von euch, diesen Kanal, wenn ihr nicht, den eh schon kennt oder abonniert habt, zu abonnieren. Der heißt Valuetainment, ja. Und der hat wirklich ganz krasse Interviews da, also auch von Ray Dalio, ja. Interviews mit, wie heißt der jetzt nochmal? Dieser Rich Dad, Poor Dad. Wie heißt der jetzt nochmal? Kiyosaki, ja. Also der hat, glaube ich, mit jedem und alles, was Rang und Namen hat, hat der schon ein Interview gemacht, ja.
Es ist auch sehr selten, so ein Kanal, der da wirklich alles schon hat. Letztens hat er ein Interview gemacht gehabt mit Vanilla Ice. Ja, ist hochinteressant. Ja, wer Vanilla Ice von euch noch kennt, ja, Ice Baby. Aber der ist mittlerweile auch sehr erfolgreicher Unternehmer und zwar im Immobilien. Ja, also wirklich, wirklich klasse Kanal. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und dieses Video, wie gesagt, 16 Minuten eurer Zeit. Um das Ganze vielleicht mal ein bisschen Perspektive zu bringen, weil ich halt auch sehe, dass auch viele andere Aktienblogger und Aktien-YouTube-Kanäle, was mir auch aufgefallen ist jetzt in den letzten Tagen, nicht so sehr diejenigen, die schon Hunderttausende von Abonnenten haben. Ne? Also so ja, Aktien mit Kopf, Mission Money und so weiter, die haben sowieso, ja, die haben sowieso einen Lauf. Ja? Finanzfluss, ja, die haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 350.000 Abonnenten. Das ist fast so viel wie die Tagesschau. Ja, stellen wir sich mal vor, also das sind die Jungs, wo wir jedes Monat Geld abdrücken müssen. Das ist der öffentlich-rechtliche, war mal der mächtigste, ja, Fernsehkanal sozusagen. Die weniger, aber so die kleineren Kanäle, Aktienkanäle mit ein paar tausend Followern, die jetzt versuchen halt, die sozusagen hier, ja, wie soll ich sagen, ja, dieses Momentum auch irgendwie auszunutzen, um ja, sozusagen die Angst der Bevölkerung aufzugreifen und daraus eben ein Thema zu bauen. Ja? Also ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, dass ja, das sind dann schon sozusagen Vergleiche von irgendwelchen Supercrashes wie die Subprime-Crisis, ja, 2008 und so weiter werden da gezogen. Also wie gesagt, ich habe heute, abschließend möchte ich vielleicht noch diese eine Sache sagen. Ich hatte heute oder vorgestern habe ich irgendwas gepostet auf Facebook, dann habe ich wirklich angeschrieben von einer Dame und heute Morgen wieder angeschrieben und sie hat irgendwie mein Video gesehen oder sowas, eins von meinem Video, da ging es um Megatrends. Schaut mal auf meinen YouTube-Kanal, falls ihr euch dafür interessiert auch. Und sie hat mir heute Morgen geschrieben, wie ich die Entwicklung der nächsten Woche sehen würde. Ja? Und dann habe ich ihr einfach eine sehr lange Antwort geschrieben auch und habe gesagt, die Fragestellung an sich schon ist eigentlich die Fragestellung eines Traders. Ich habe die erste Frage, was ich hier gestellt habe, bist du ein Trader oder bist du ein Investor? Oder siehst du dich als Trader oder als Investor? Ja? Weil ein Investor, der stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ja, besonders nicht in so einer turbulenten Zeit wie jetzt gerade. Sie ist ja turbulent, also es ist halt einfach mehr Volatilität drin als wie der Durchschnitt. Aber ein Long-Term-Investor oder überhaupt jemand, der längerfristig investiert in Aktien auch, ja, der stellt sich nicht unbedingt jetzt die Frage, ja, was wird jetzt genau nächste Woche passieren, weil das weiß sowieso keiner. Ja. Und ich denke, dass das auch die völlig falsche Frage ist, weil das eine Frage ist, die auf eine Situation abzieht, auf die ich überhaupt keine Kontrolle habe. Und das war auch meine Antwort. Also viele Anleger stellen sich einfach oder zerbrechen sich im Kopf über eine Situation, über die sie überhaupt auf die sie überhaupt keinen Einfluss haben. Ja? Wird der Ebola-Virus jetzt die nächste Woche noch schwieriger, noch schlimmer werden? Wird die Börse nochmal um 20, 30% fallen? Ja? Ob es so ist oder nicht, ich habe darauf überhaupt keinen Einfluss. Ja? Wird die Geschichte mit dem Ebola-Virus noch schlimmer oder nicht? Ja? Worauf ich Einfluss habe, und ich sollte mich auf die Dinge konzentrieren, auf die ich persönlich kontrollieren kann. Und das ist zum Beispiel meine Cashquote. Ja, und so sind wir auf das Thema Cashquote gekommen. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Depot möchte ich grundsätzlich, ich möchte nicht mehr mit 50% meines Geldes in meinem Aktiendepot investiert sein. Und das habe ich ja schon im Dezember
oder da waren es sogar 60% Cashquote, was ich da hatte. Klar, insgesamt ist es jetzt ein bisschen geschrumpft, weil ich bin ja nicht komplett raus aus Aktien, natürlich, weil es sind ja wirklich alle dann letztendlich runtergegangen, alle Werte. Aber wie halte ich denn dann, ich kann ja trotzdem meine Cashquote von 50% halten, indem ich einfach wieder was überweise in dieses Depot, ja, und aufs Cash-Konto und eben dann eine Möglichkeit abwarte, um eben Aktien, die ich sowieso schon immer kaufen wollte, nachkaufen wollte, eben günstiger nachzukaufen. Das ist es doch, warum wir überhaupt Cash halten. Ja, wozu halten wir denn sonst Cash? Ja, nur des Cashes wegen ja nicht. Ja, und wir reden das ganze Jahr aber von Möglichkeiten, bestimmte wirklich gute Aktien, ja, ja, günstiger vielleicht mal wieder nachzukaufen, und dann bietet sich eben eine Möglichkeit, und dann muss ich eben genau mich auf diese Möglichkeiten, auf diese Opportunities konzentrieren, auf die Möglichkeiten und nicht darauf, ja, wie schlimm wird jetzt das Coronavirus noch? Und dann sagen halt einige, naja, der 2008 oder wann es war, dieser Subprime-Krise, ja, also wirklich eine Megakrise, da war der. Da ist der Nasdaq auf 2000 Punkte, auf 1000 Punkte oder 2000 Punkte gefallen. Ja. Zum einen können wir nicht eins zu eins wirklich diesen Zeitpunkt mit dem heutigen vergleichen, weil das ist nun mal 10 Jahre danach, über 12 Jahre danach. Ja. Da war der Nasdaq auf einem ganz anderen Niveau wie heute. Ja. Und selbst wenn wir sagen, naja, dann sagen wir halt, okay. Ja, wir setzen es in Relation und sagen, ja, dann wäre das ungefähr so, wie wenn der Nasdaq jetzt hat, nochmal runtergehen würde auf 4000 Punkte. Das wäre dann ungefähr das Gleiche. Solche Szenarien werden da teilweise in den Raum gestellt, die natürlich dann noch mehr Angst verbreiten. Jetzt nochmal ganz kurz, um das auszuführen. Mal angenommen, wirklich angenommen, der Nasdaq geht auf 4000 Punkte runter. Ja? Dann bin ich doch mit einer Cashquote von 50-50. Ja, mal angenommen, ich habe jetzt ein Depot von 100.000 Euro und dann sind die 50.000, die ich in Aktien investiert habe, gut, die haben sich stark reduziert, aber dann habe ich ja noch 50.000 und mit denen kann ich dann shoppen gehen. Ja? Oder du kannst auch eine Cashquote machen von 60%. Ja? Aber die Leute, die sagen, und jetzt kommt gleich der Punkt, die Dame, die gleiche Dame, ich habe dann gefragt, wie hoch ist denn deine Cashquote? Und dann hat sie gesagt, ohne irgendwelche konkreten Sachen jetzt hier zu nennen und so weiter, hat sie gesagt, ja, ich bin komplett raus. Meine Cashquote ist 400k, also alles, ich habe keine einzige Aktie mehr. Ja. Und das ist halt einfach. Auch kein Einzelfall. Also ich habe da schon einige auch auf Facebook und so weiter gehört, die halt einfach komplett raus sind letzte Woche aus Aktien. Ja, mit verschiedenen. Der eine sagte, der eine Facebook-Gruppenleiter sagte, ja, er hätte natürlich auch von seinen Eltern die Aktien sozusagen Depots, die er mitmanagen würde. Und da wäre er auch komplett raus, weil seine Eltern sind ja schon älteres Baujahr und da kann er das nicht verantworten, dass die ganze Kohle vernichtet wird, ja, wenn die Eltern schon in den 70ern sind und so weiter und so weiter. Also ganz viele Beispiele von Leuten, die einfach letzte Woche bei diesem wirklich, wirklich sehr impulsiven ja, Kurssturz, das ist schon klar, ne? Weil die Panik kommt ja nicht von ungefähr. Ja, irgendwas muss ja ja, das ist ja klar. Aber ganz viele Leute sind einfach schon komplett raus aus den Aktien. Andere sind short gegangen, haben genau diese Positionen aufgekauft. Ja, die sind zum größtenteils, wenn wir uns mal den Chart anschauen, immer noch short. Ja. Jetzt werden diese, die jetzt da short gegangen sind, diese Positionen eindecken. Dann geht es wieder nach oben, es korrigiert. Vielleicht nur ein Stückchen. Dann sehen aber all diejenigen, die jetzt komplett raus sind aus Aktien. Oh, die Aktien gehen wieder, die ganzen Kurse gehen wieder nach oben. Was machen die dann? Ups, muss ich wieder mit rein. Ich will ja nichts verpassen. Und schon gehen die Aktien und so, schon gehen die Märkte nochmal ein Stück hoch. Und so kommt eben genau der Gegeneffekt zustande, dass es ganz rucki-zucki sein kann, dass wir die 2000, 2000, 3000 Punkte, die jetzt fallen, innerhalb von wenigen Ka Tagen
ja, vielleicht nur eine Woche oder so ähnlich, wie es jetzt runtergegangen ist, wieder raufgehen. Ja. Und das heißt, es gibt hier keine Sicherheit, ja, zu sagen, ja, wir fallen jetzt hier komplett zusammen oder es geht halt wieder mit dem gleichen Schwung wieder in die Gegenrichtung bergauf. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, einfach nur die Dinge, sich auf die Dinge zu kontrollieren und zu fokussieren, die man eben kontrollieren kann. Das ist zum Beispiel die Cashquote. Ja. Wenn du jetzt sagen wir mal, und nochmal als Abschluss auch nochmal, es gibt ja einige von denen, zum Beispiel die Big Five, die, wo ich sehe, dass die sehr, sehr, die haben einen sehr, sehr großen Anteil an der kompletten Marktkapitalisierung. Ne? Also Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook. Und wenn die zum Beispiel noch ein Stückchen fallen würden oder wenn zum Beispiel die Panik noch verstärkt wird, irgendwelche Neuigkeiten kommen schlecht und so weiter, dass die dann auch weiter abverkauft werden, dass die nochmal den kompletten Markt mit runterziehen und so weiter. Es ist alles möglich. Ja? Ich sehe da sogar eine sehr große Möglichkeit. Wenn ich die nicht sehen würde, hätte ich keine 50% Cash. Ja? Dann würde ich ja da einsteigen vor der Kanne. Ja? Das ist schon klar. Aber wir müssen uns mal auch ein paar Gedanken machen. Also ich weiß zum Beispiel gerade auswendig bei Microsoft, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, letzte Woche, da ist die 200-Tage-Linie bei $142. Und wir sind gerade bei der Microsoft-Aktie, ich glaube, bei $165 oder sowas. Also es ist abgestürzt, aber wir sind immer noch 20%, ja, knapp 20% von der 200-Tage-Linie entfernt. Leute, nach der Panikattacke von letzter Woche sind wir noch nicht mal auf der 200-Tages-Linie von den Big Five Aktien. Und ganz ähnlich ist es ja bei Amazon ja auch. Die ist ja auch noch nicht mal auf der 200-Tage-Linie. Ja, ich glaube, bei Google sind wir jetzt irgendwo. Das müsste ich alles nochmal genau anschauen. Also das wäre vielleicht nochmal extra Video wert. Ja, so 200-Tage-Linie der Big Five oder sowas. Wenn euch das interessiert, können wir das gerne nochmal hier machen. Mache ich mir die Arbeit, das zu analysieren. Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Okay. Also, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und toi 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 für nächste Woche und schlaft gut, ja, und haltet eure Cashquoten. Ja, schaut, dass immer wieder Cash reinkommt. Cashflow ist das Wichtigste. Cash is King. Ja. Bis dahin, euer Thomas Klein. Tschüss.